Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Wir sind beim Bunnyhop Training und natürlich geht es jetzt darum, dass ihr die einzelnen geübten Bewegungen zusammensetzt. Das setzt natürlich voraus, dass sie einzeln auch schon konstant abrufbar sind und sauber von der Bewegung. Es sollten sich natürlich keine Bewegungselemente eingeschlichen haben, die euch das Erlernen des Bunnyhops erschweren. Das könnt ihr natürlich mit dem Handy nochmal abfilmen und überprüfen. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder legt ihr euch ein kleines dünnes Stöckchen auf den Parkplatz, wo ihr übt, und dann könnt ihr langsam auf das Stöckchen zufahren. Ihr startet die erste Bewegung, macht euch klein, schubst den Lenker nach vorne, das Vorderrad werdet ihr über das Stöckchen lupfen, es landet wieder und direkt danach aus der Haltung, wo ihr leicht hinten seid, bringt ihr dann nach oben, nimmt das Hinterrad mit. Das ist die sogenannte Wippe. Manchen hilft dieses Stöckchen sehr, um das Timing zu erzwingen, das ist dann sehr gut. Bei anderen merkt man, dass das Stöckchen ablenkend ist. Sprich, anstatt jetzt die Bewegung durchzuziehen, sorgt das Stöckchen dafür, dass eine alte Bewegung von früher, zum Beispiel das Vorderrad hochreißen, abgerufen wird. Guckt mal, welcher Typ ihr seid, dann werdet ihr merken, ob es euch hilft. Ihr könnt auch ein Springseil nehmen oder mit Kreide euch eine Linie machen. Hauptsache, ihr habt dann Step by Step auch nicht nur die Technik, sondern auch das Timing mit beim Üben drin. Was ich als Fahrtechniktrainer ganz häufig bei Leuten beobachten kann, die die Wippe üben, als Fahrtechniktrainer sehe ich häufig ein Bewegungselement, was sehr ungünstig ist beim Bunnyhop-Lernen während der Wippe. Und zwar schubsen die Leute den Lenker nach vorne und machen sich auch dann direkt groß, die Beine werden gerade. Aus dieser Haltung kann man nicht mehr gut aus den Beinen abspringen, sondern es funktioniert natürlich besser, wenn man erst klein bleibt, die Beine sind gebeugt und dann nach oben abspringt. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch beachtet beim Üben. Wiederholt die Wippe immer wieder. Ihr habt dabei ein langsames Tempo. Könnt ihr machen bis zu mittlerem Tempo. Wenn das gut abrufbar ist, konstant, könnt ihr zum nächsten Schritt hinübergehen. Das Ganze nennt sich der Mini-Hop. Und zwar macht ihr folgende Methode. Ihr macht nun die Wippe nochmal mit ganz kleinem Bewegungsspielraum. Also quasi eine Mini-Wippe. Ihr schiebt den Lenker nach vorne und springt dann nach oben. Das Ganze könnt ihr dann steigern, dass ihr die Dynamik so optimiert, den Lenker nach vorne schubsen und während das Vorderrad auf dem Weg nach oben ist, springt ihr auch dann sofort aus den Beinen ab. Daraus resultiert die Rodeo-Bewegung, euer Vorderrad landet dann vor dem Hinterrad und ihr merkt, das ist ein kleiner Mini-Bunnyhop. Ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Bewegung und dieses Timing übt, um nachher auch zum Bunnyhop zu kommen. Diesen Mini-Hop könnt ihr dann weiter üben. Bitte nutzt dann dazu auch wieder den Rebound, also wenn ihr, bevor ihr den Mini-Hop startet, ganz groß in der Grundposition steht, nutzt ihr die Federung, die ihr einfedert und startet dann einfach nochmal die gleiche Bewegung. Ihr werdet merken, dieser Mini-Hop wird nachher auch im Trail relevant werden. Schritt für Schritt könnt ihr euch dies einprogrammieren. Bitte macht einzelne Versuche, keine Serien. Wir sehen uns in der nächsten Lektion.